Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich euch heute gerne mein neues Buch vorstellen würde. Es ist endlich fertig geworden, es ist ein Hofbuch diesmal. Wie bei all meinen Büchern, es geht eine Phase erstmal davor, wo das Buch reift, wo erstmal Themen aufkommen, die verarbeitet werden sollten, die näher erklärt werden sollten. Und das ist hier der Fall gewesen in meinem Online-Hofkurs, dass etliche Fragen dazugekommen sind. Vor allem in Bezug auf Anatomie, weil bisher habe ich über Anatomie nicht schreiben wollen, weil es gibt ja genügend Bücher, die darüber schreiben und es erklären, das Wissen ist vorhanden. Aber es wurde mir gesagt, dass es ganz toll wäre, wenn das in einem Platz wäre und zwar Anatomie auch etwas lebendiger erklärt und praxisnah erklärt. Und das fand ich dann auch eine ganz gute Idee, weil es ist nämlich ganz was anderes, wenn man Anatomie einfach lernt und dann Hufe bearbeitet oder aber wenn man Hufe bearbeitet und Anatomie lernt gleichzeitig oder sogar danach, ja, wenn man irgendwas an den Hufen schon gemacht hat und dann plötzlich fängt an zu lernen sozusagen, noch tiefer in diese Materie zu gehen, weil wir haben ja alle möglichen Fälle vorhanden, ja, bei den Menschen. Und das fand ich dann wirklich eine gute Idee und deshalb habe ich mich entschlossen, ein Anatomie-Hofbuch zu bringen, also ein Teil von dem Hof ist Anatomie. Ich hoffe, etwas lebendiger erklärt, als das so üblich ist in anderen Büchern. Vor allem habe ich mich bemüht, das wirklich praxisnah zu machen, zu erklären. Das wäre ein großer Punkt in dem Buch, wo man das an einem Platz hat, wenn man selber Hufe bearbeitet oder bearbeiten möchte. Deshalb habe ich das so gemacht. Und dann gibt es im Buch etliche andere Sachen, auch Sachen, die im Hofkurs zur Sprache gekommen sind, Fragen, die ich dann beantwortet habe. Gerade mit den Eckstreben tun sich etliche Pferdehalter schwer. Ja? Und das habe ich versucht, wirklich umfassend zu erklären, wie man die Eckstreben bearbeitet. Das wäre ein Teil auch, ein Kapitel von dem Buch. Dann sprechen wir über das Gewölbe, wie tief das Gewölbe sein soll. Vor allem aber neben diesen Strukturen, die ich beschrieben habe, die in den Huf erklärt werden sollten, ja, wenn man Hufe bearbeitet, das Gewölbe, die Eckstreben, Trachten, Hufbein und so weiter, war es mir sehr, sehr wichtig, auch unbehandelte Hufe zu zeigen. Weil durch meine Forschung an den Wildpferden ergeben sich ganz andere Schlussfolgerungen. Und in der Pferdeszene habe ich nirgends solche Bücher gefunden. Ich schreibe keine Bücher, die es schon gibt, weil das ist langweilig. Für mich ist Herausforderung, ein Wissen zu bringen, das es noch nicht vorhanden ist. Und das ist mein großes Anliegen, wenn ich Bücher schreibe, weil Bücher schreiben ist schon sehr anstrengend und aufwendig. Und ich habe dieses Wissen, das ich in diesem Buch vermittelt habe, nirgends gefunden. Teilweise natürlich Anatomie und so weiter, das ist klar, aber die Überlegungen, wenn es um Trim geht, wenn es um gesunde Hufe geht und vor allem zeige ich Hufe, die nie ausgeschnitten sind, nie. Und die Hufe sind perfekt. Und ziehe da auch ein bisschen Überlegungen, die hoffe ich dazu beitragen, dass wir noch mehr uns darüber Gedanken machen, was wir verbessern können für unsere Pferde. Und gerade für die Pferdehalter und Profis, die die Hufe bearbeiten, hoffe ich, dass das Buch dazu dient, seine eigene Arbeit zu verbessern, so dass es dem Pferd wirklich dienlich ist, dass man auch aus bestimmten Schemen rauskommt, die man vielleicht lernt, wenn man Hufbearbeitung lernt. Es ist egal, welche Methode jetzt. Ja, jede Methode ist aufgrund von irgendetwas entstanden und jede Methode hat ja Grund, ja, warum jemand das so zusammengefasst hat. Und ich bemühe mich hier jetzt,
über alles das drüber zu blicken und das alles mit einzubeziehen, aber dennoch die Natur an erster Stelle zu stellen, ja, dort, wo sie hingehört. Und das können wir aber nur beobachten bei den Pferden, die ausreichend Bewegung haben, die artgerechte Umstände zum Leben haben, ja, weil vieles resultiert einfach daraus, weil die Pferde unnatürlich gehalten werden und dann können sie nicht gesund sein, die Hufe können nicht gesund sein. Dann müssen wir mehr bearbeiten, was wir ansonsten nicht tun würden und müssten. Und das bringt etliche Verwirrungen und etliche falsche Behandlungen. Und das wollte ich in diesem Hof alles beleuchten. Dann zeige ich euch auch Hufe von einem Wildpferd und Trim von diesem Wildpferd. Ich hatte die Möglichkeit, die Hufe von diesem Wildpferd zu bearbeiten. Das war dann auch wirklich sehr interessant. Ich widme ein Kapitel den Fohlenhufen, weil wir auf unserem Platz Fohlen haben und es werden noch mehr kommen, aber dieses Fohlen war auch verletzt, was sich auf die Hufe ausgewirkt hat. Und da kann man am meisten lernen aus diesen Fällen, wo die Strukturen sich verschieben, wann verschieben sich und wie bringen wir sie wieder zurück. Das ist die Herausforderung und das ist Expertise in einem Beruf. Und das meiste eigentlich oder das wichtigste Anliegen für mich ist, die Pferdehalter sollen die Gesundheit ihrer Pferde in die eigene Hände nehmen. Mein Hufkurs zeigt, dass die Pferdehalter, die nie Hufe bearbeitet haben, ihren Pferden helfen können. Die Hufe verbessern sich, die Hufe heilen, die Fehler werden behoben und es bringt eben noch eine andere Nebenbegleiterscheinung mit sich, die aber umso wichtiger ist. Wir sind von keinem Termin mehr abhängig. Wir können auf unser Pferd eingehen. Wir können zwei Hufe an einem Tag bearbeiten und dann die anderen zwei am nächsten Tag oder Tag drauf, so dass es für das Pferd nicht viel ist und für uns nicht viel ist. Es entsteht eine ganz andere Kommunikation und eine ganz andere Beziehung mit dem Pferd, wenn wir so mit dem Pferd umgehen. Und das erleichtert auch Huflinge, weil wir bekommen Feedback von dem Pferd. Wir bearbeiten doch seine Hufe, seine Füße, auf welchen das Pferd steht. Und das Pferd gibt uns praktisch Rückmeldung dazu. Das können wir dazu nutzen, um eine bessere Arbeit zu leisten, um selbst zu lernen, um die ganze Situation zu verbessern für uns und unsere Pferde. Diese alle Sachen sind mein Anliegen für das Buch und ich hoffe, dieses Buch dient euch und euren Pferden, dass ihr das verbessert, dass ihr, falls ihr Hufprobleme habt mit den Pferden, dass ihr sie beheben könnt, dass ihr seht, wo was hingehört an Strukturen. Es ist ein interaktives Buch. Es sind auch ein oder zwei Videos dabei. Ein Video aus dem Online-Hufkurs stelle ich für dieses Buch frei zur Verfügung. Und da sind eben so Fallbeispiel-Video da drin von dem Fohlen, wo ich auch Verlauf zeige. Also ich denke, es ist gelungen, viele gute Informationen in dieses Buch zu packen und dass da jetzt keine Fragen mehr offen stehen, was es Anatomie angeht oder die Strukturen, den Trim und alles andere ist natürlich eine individuelle Sache, die wir bei jedem Pferd anschauen müssen, ja, weil jedes Pferd hat andere Probleme, andere Hufe. Bei manchen brauchen wir bestimmte Winkel, bei anderen brauchen wir nicht strikte Winkel. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Je mehr man in diese Materie reingeht, desto interessanter wird es. Je mehr man selbst weiß und je mehr an Fähigkeiten man sich aneignet, die Hufe zu bearbeiten, desto besser fühlt man sich und desto sicherer fühlt man sich und dann will man einfach auch immer mehr wissen darüber. Ihr Lieben, ich hoffe, das Buch gefällt euch. Ich freue mich auf euer Feedback über das Buch und wünsche euch und euren Pferdchen alles Beste, dass ihr euch an der Gesundheit von euren Pferden
und den Hufen erfreuen könnt. Alles Liebe. Tschüss.